Wir sehen Wachstum als etwas Positives. Es ist toll, unseren Kindern beim Wachsen zuzuschauen oder zu beobachten, wie ein Baum wächst. Aber dabei ist uns eines immer klar. Jedem Wachstum wohnt ein Ende inne. Es hat eine Grenze. Die Natur kennt kein unendliches Wachstum. Für eine Art Wachstum scheint diese Regel allerdings außer Kraft gesetzt. Das Wirtschaftswachstum soll immer weitergehen. Wir waren schon immer davon überzeugt, dass es keine Grenzen des Wachstums und des Fortschritts gibt, solange die Menschen die Freiheit haben, ihren Träumen zu folgen. Und wir haben Recht behalten. Bleibt das Wachstum aus, geraten wir in Panik. Aber warum ist das so? Einer hat das schon vor 150 Jahren erkannt. Wachstum ist das Grundprinzip unseres Wirtschaftssystems. Der Kapitalismus funktioniert nur mit Wachstum. Aber Karl Marx hat noch etwas anderes erkannt. Genau dieses Wachstum wird irgendwann auch das System selbst zerstören. Und heute? Ist dieser Moment jetzt gekommen? Hat Marx recht gehabt? Kommt das System an sein Ende? Oder gibt es das vielleicht doch? Ewiges Wachstum. Die Regierungen wollen nicht, dass wir das W-Wort hinterfragen. Sie wollen überhaupt keine Diskussion über Wachstum. Würde man das Ganze von außen betrachten und als Außerirdischer vom Weltraum auf unsere Gesellschaft blicken, dann würde man sich wirklich wundern, was hier los ist. Was machen die da? Was ist dieses Wachstum, das in jedem politischen Satz vorkommt und das die Grundlage jedes Wirtschaftslehrbuches ist? Was hat es damit auf sich? Ist das eine Religion oder ein Gott, den die da unten verehren? Ein Virus, der sie infiziert hat? Und was ist das für eine Angst, die sofort auftaucht, wenn das Wachstum weniger wird? Eine Gesellschaft ohne Wachstum kann es gar nicht geben, weil die Bedürfnisse der Menschen, die ja weit übers Materielle hinausgehen, jeden Tag Wachstum entstehen lassen. Selbst eine relativ immaterielle Gesellschaft, die also keine Smartphones konsumiert oder keine PKWs haben möchte oder keine neuen Möbel in die Wohnung sich stellen möchte, würde Wachstum kreieren, indem sie Dienstleistungen nachfragt. Also medizinische Behandlungen, psychoanalytische Sprechstunden, Tanzkurse, Lesungen. Und deswegen ist Wachstum nicht zu trennen von dem Verhalten der Menschen. Ich bin von Australien sehr angetan, also auch unternehmerisch geht da vieles. Die sind unkonventionell. Und die haben die Einstellung, in so einem Gebiet geht es anders. Genau. Ja, die sind sowas von entspannt. Insbesondere in Deutschland, aber wahrscheinlich in weiten Teilen Europas, generell der westlichen Gesellschaften, ist Wachstum immer so ein Teil der nationalen Narration, der Erzählung, der Identität. Und deswegen, glaube ich, ist die Politik fasziniert von der Wachstumsdebatte. Weil man dort einen Begriff hat, mit dem sich Politik schmücken kann, und gleichzeitig Zustimmung beim Wähler und bei der Bevölkerung bekommt. Und deswegen gibt es kaum einen Politiker, der nicht gern mit dem Begriff Wachstum hantiert. Portugal, Wirtschaftswachstum, starkes Wirtschaftswachstum in Spanien, Verbesserung der Beschäftigungssituation, ein ziemlich einzigartiges Wirtschaftswachstum in Europa, Irland mit 7%. Kann man sagen, ist eine kleine Ausnahme, hat gute Freunde in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber wie dem auch sei, jedenfalls beachtliche Entwicklungen. Und auch Griechenland, wenn es sein Programm umsetzt, wird ein Land sein, das wieder zu Wirtschaftswachstum zurückkehrt. Der Bundesverband der deutschen Industrie ist Deutschlands einflussreichster Lobbyverband.
Keine deutsche Regierung kann es sich leisten, seine Stimme zu ignorieren. Ich glaube schon, dass ein Spitzenverband wie der BDI indirekt sehr, sehr viel dafür tun kann, dass eine Wachstumsgesellschaft eine solche bleiben kann. Und deswegen muss ich der Politik gegenüber heutzutage das immer wieder in Erinnerung rufen. In der unmittelbaren Nachkriegszeit musste in Deutschland niemand für Wachstum werben. Das Wachstum wird meines Erachtens so oder so weitergehen, ob wir die Weichen stellen oder nicht. Solange es Menschen auf diesem Planeten gibt, die Bedürfnisse haben, wird es Wachstum geben. Ich halte das für ähnlich unabänderbar wie die Schwerkraft. Woher kommt dieser unbeirrbare Glaube ans Wirtschaftswachstum? War er immer schon da? Liegt er wirklich in der Natur des Menschen? Durch mutige und innovative Massenproduktionsmethoden hat die US-Industrie wahre Kriegswunder vollbracht. Sie produzierte mehr Flugzeuge als alle anderen Nationen zusammen und 200 Schiffe im Monat. Schiffe, die die militärische Übermacht der USA über die Meere trugen und so den Ausgang des Krieges entschieden haben. Die Erfolgsgeschichte des Wirtschaftswachstums beginnt im Zweiten Weltkrieg. Die Massenproduktion von Panzern und Flugzeugen führt die amerikanische Wirtschaft aus einer langen Krise. Der Ausstoß an Kriegsgerät wird mit einem ganz neuen statistischen Maß gemessen, dem GDP, zu Deutsch BIP, Bruttoinlandsprodukt. Wächst die Produktion, also das GDP, wächst auch der Wohlstand. Von dieser neuen Gleichung sind die Amerikaner so überzeugt, dass sie ihre Verbündeten zwingen, ihre Wirtschaftspolitik auch danach auszurichten. Von jetzt an soll nicht mehr das Einkommen der Bürger zählen, sondern nur noch das Wachstum. And it turned out to be such a useful measure, actually, for the war effort and for understanding the war effort, that das BIP erwies sich als sehr nützliches Maß für die Kriegsproduktion. Nach dem Krieg bemühte man sich darum sehr um eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, die das BIP möglichst genau erfassen sollte. So wurde das BIP langsam aber sicher zur wichtigsten Zahl in der Politik, überall auf der Welt. Es ist zum Symbol des Fortschritts geworden. Denn es sagt, toll, alles wird größer, also wird auch alles besser. Das war die Geburt des BIP. In den drei Jahrzehnten nach dem Krieg wächst die Wirtschaft im Westen um bis zu 8% pro Jahr. In den USA nennt man diese Epoche heute das goldene Zeitalter des Kapitalismus. In Frankreich spricht man von den 30 glorreichen Jahren und in Deutschland vom Wirtschaftswunder. Es beschert einer ganzen Generation materiellen Wohlstand und Vollbeschäftigung. Und das brennt sich tief ins kollektive Gedächtnis ein. Die hohen Wachstumsraten sind freilich nur durch die gewaltigen Zerstörungen des Krieges möglich. Doch der Glaube ans Wachstum ist nicht mehr einzufangen. Das BIP wird zur mächtigsten Kennzahl der Geschichte. Das Wirtschaftswachstum war ja tatsächlich lange sehr hilfreich für uns, als wir noch eine junge Gesellschaft mit einer jungen Wirtschaft waren. Und es ist wichtig zu betonen, dass einige Gesellschaften es auch heute noch brauchen. Sie brauchen dieses Wachstum, brauchen Nahrung, Kleidung, Wohnraum. Länder, in denen arme und unterernährte Menschen täglich von weniger leben, als wir für einen Cappuccino ausgeben. Da ist Wachstum sinnvoll. Aber der Gedanke, wir Menschen bräuchten generell einfach immer mehr Zeug, ist absurd. Irgendwann muss man sich doch fragen, wie viel ist genug? Bis wohin soll unsere Wirtschaft denn wachsen, um all unsere Bedürfnisse zu befriedigen? Mein Name ist Norbert Räth. Ich bin verantwortlich für die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts und für die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Bundesrepublik Deutschland.
Und wir berichten, egal was, ob es rauf oder runter geht, ob mehr oder wenig Wachstum da ist, die Frage, wie viel Wachstum sinnvoll, wie viel Wachstum notwendig ist, ist eine politische Frage, die natürlich nicht mit unserer Messung zu tun hat. Das Bruttoinlandsprodukt soll alle Leistungen umfassen, unabhängig von moralischen Kategorien. Und da gehört auch zum Beispiel Prostitution dazu. Das ist ein beachtlicher Markt. Es werden Leistungen erbracht, da fließt Geld, zweifelsohne. Dasselbe gilt für Drogenhandel, für Schmuggel. Also das sind Tatbestände, die in der Wirklichkeit passieren und deshalb auch abzubilden sind. Die negative Auswirkung auf die Umwelt wird nicht berücksichtigt. Sie hat keinen Marktpreis. Das Aussterben seltener Arten in Euro zu fassen, ist nicht möglich, wäre aber auch ein anderes Konzept. Ist das nicht vielleicht eine etwas einseitige Sicht? Nein, also ich kann nicht erkennen, dass wir da eine einseitige Fokussierung auf wirtschaftliche Vorgänge hätten. Das ist zu einseitig. Ja. The GDP counts everything that's produced. In das BIP fließt alles ein, was produziert wird. Die guten Dinge, die wir wirklich brauchen, aber auch Rettungseinsätze, wenn nach einem Unfall Leichen geborgen werden. Oder Bergungseinsätze, nachdem ein Öltanker das Meer verseucht hat. Das BIP ist einfach ein Maß für wirtschaftliche Aktivität. Aber vieles, was es misst, ist, obwohl es wächst, kein Wirtschaftswachstum, sondern eher unwirtschaftliches Wachstum. Denn es bringt keinen Wohlstand. Manchmal wird da einfach nur der Schaden beseitigt, den wir vorher verursacht haben. Manchmal wird auch erst Schaden verursacht, sozusagen destruktiv produziert. Es wird also etwas zerstört für das Wachstum. In den 70er Jahren sinken die Wachstumsraten erstmals, auch wegen der Ölkrise. Der Boom ist vorbei. Die Märkte sind gesättigt, die Wirtschaft in den westlichen Industrieländern stagniert. Millionen Menschen werden plötzlich arbeitslos. Eine völlig neue Erfahrung. Erstmals werden die Grenzen des Wachstums sichtbar. Ökonomisch, sozial und ökologisch. We do have some understanding about growth. 1972 präsentieren Wissenschaftler in Washington im Auftrag des Club of Rome den Bericht Die Grenzen des Wachstums. Die Forscher des renommierten MIT in Cambridge hatten erstmals in einer Computersimulation berechnet, wohin stetiges Wirtschaftswachstum die Erde führen würde. Ihr Ergebnis ist ein Alarmsignal und es wird weltweit gehört. Zum ersten Mal wird der Menschheit vor Augen geführt, dass Wirtschaftswachstum auch negative Folgen hat. Und dass die natürlichen Grenzen des Planeten bald erreicht sein werden. Die Erfolgsgeschichte des Wachstums gerät ins Wanken. Wir stehen kurz vor dem Ende einer gesellschaftlichen Entwicklung, die etwa 2000 Jahre angedauert hat. Wir haben ein Maß an Wohlstand erreicht, das den Keim der Zerstörung in sich trägt. Wir brauchen einen völlig neuen Blick auf unsere Welt. Der Bericht des Club of Rome wird 30 Millionen Mal verkauft und erregt weltweit große Aufmerksamkeit. Die Erkenntnis, dass exponentielles Wirtschaftswachstum die Lebensgrundlage der Menschheit auf dem Planeten zerstört, ist damals noch neu und schreckt viele Menschen auf. Einerseits. Doch schnell werden die Wissenschaftler angefeindet, ihre Berechnungen als unverantwortliche Schwarzmalerei angezweifelt. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Die Wachstumsstory soll weitergehen. Leider haben die Forscher mit vielen ihrer Prognosen recht behalten. In einigen Bereichen hat die Realität die düsteren Vorhersagen sogar noch übertroffen.
Als der Bericht des Club of Rome weltweit für Aufsehen sorgt, ist der brasilianische Urwald im Amazonasbecken noch fast unberührt. Der riesige Bundesstaat Mato Grosso wird noch überwiegend von indigenen Stämmen bewohnt und besteht aus Wald und Savanne. Heute ist davon nicht mehr viel übrig. Seit Mitte der 80er Jahre frisst sich der Fortschritt mithilfe internationaler Investoren in den Regenwald. 35 Fußballfelder Waldfläche verschwinden dabei pro Minute. Und es funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip. Zuerst kommen die Holzfäller, dann die Rinderzüchter und schließlich die Sojabarone. Guck mal dort. Shut up. Die Tiere. Die fressen uns das ganze Zeug weg. Hier in dieser Gegend war nichts. Sie wurde von der Regierung freigegeben, um sie für den Fortschritt zu öffnen. Früher durfte man alles abholzen. Heute müssen wir leider auf etwa 25% unserer Flächen sogenannte Naturreserven stehen lassen. Auf diesem produktiven Boden pflanzen wir Soja und Mais und versorgen die ganze Welt damit. Das meiste wird exportiert nach China und in andere Länder. Wir haben diesen Ort hier zum Zentrum der Agrarwirtschaft gemacht. Damit das so bleibt, setzen wir jedes Jahr neue Technologien ein. Zum Wohl der Menschheit und um die Produktion zu steigern. Wir haben jetzt eines der besten Agrarflugzeuge auf dem Markt. Es kann 1800 Liter Spritzmittel ausbringen. Es ist schneller als unser altes und schafft eine größere Fläche. Das ist Glyphosat. Von BASF. Pestizide. Insektizide und Fungizide von BASF. Diese Woche waren die Leute von BASF mal wieder zu Besuch. Ich habe sie gefragt, ob sie schon was Neues und Besseres in der Entwicklung haben als das, was es heute schon gibt. Etwas, das noch mehr Effizienz und Profit bringt. Das tropische Klima beschert der Agrarindustrie in Mato Grosso 3 bis 4 Ernten pro Jahr und riesige Profite. Soja und Mais für Export und Tiermast. Die Bundesstraße 163 ist die Einfallsschneise ins Amazonasbecken. Mit ihr kamen die Holzfäller, das Geld und die Zerstörung. Heute reihen sich auf dem Highway des Agrobusiness unzählige Lkw aneinander, um die wertvolle Fracht zu den Überseehäfen zu bringen. Vorbei an endlosen Sojafeldern, riesigen Silos und Schlachtfabriken durch eine der größten Boomregionen der Welt. Wachstumsraten von bis zu 20%. Big Business. In the 70s, this region, it was just popularized. In den 70ern haben hier in der Region nur Indianer gelebt. Hier war nur Regenwald. 34 years just of colonization.
34 Jahre Besiedlung haben diese Gegend zur wichtigsten Landwirtschaftsregion des Landes gemacht. Das hier ist der perfekte Ort für neue Investitionen. Der perfekte Ort, um Geld zu verdienen. Here is the most important and biggest feedlot. Das hier ist der wichtigste und größte Rindermastbetrieb in Mato Grosso. Ein Großteil des Fleisches wird exportiert nach Russland, China und in andere Länder. Wir bestimmen hier die Qualität des Fleisches. Qualitätsstufe 3. Ein Großteil geht an JBS, den größten Fleischproduzenten der Welt. Eine brasilianische Firma mit Tochterfirmen in 12 Ländern. Sehen wir irgendwo eine Grenze? Nein. In den nächsten 10 Jahren mit all den neuen Technologien? Was soll ich sagen? Nein, es gibt keine Grenzen. Vielleicht ist der Himmel die Grenze. In nur wenigen Jahren wurde die unberührte Wildnis Mato Grossos zur größten Nahrungsmittelfabrik der Welt umgebaut. Wir haben hier 67.500 Schweine, die ungefähr dreimal im Jahr ausgetauscht werden. Pro Jahr produzieren wir hier also etwas mehr als 200.000 Schweine. Für die Hühner haben wir hier 96 Hallen mit jeweils 27.500 Hühnern pro Halle. Die Hallen werden sechsmal jährlich geleert und wieder aufgefüllt. Wir produzieren also mehr als 15 Millionen Hühner pro Jahr. Mato Grosso, pelo tamanho dele, que são três Alemães. Mato Grosso ist ungefähr dreimal so groß wie Deutschland, hat aber nur 5 Millionen Einwohner. Dafür ist unsere Produktion noch gering. Wir Unternehmer aus Mato Grosso versuchen gerade, die Gesetze des Landes zu ändern. Dafür finanzieren wir auch Gruppen, die uns helfen, unsere Anliegen durchzusetzen. Die geltenden Umweltgesetze machen es zwar schwierig, aber eigentlich haben wir hier noch sehr viel Platz. Unsere Gesetze müssen sich mehr dem Markt anpassen. Es ist ja einfach zu sagen, erhaltet den Regenwald. Wir sollen den Wald schützen. Der Wald bringt uns aber keinen Nutzen und keinen Ertrag. Und dafür sollen wir auch noch Steuern zahlen. Mit dem Flughafen geht für uns ein Traum in Erfüllung. In einem Monat wird es von hier aus Linienflüge geben. Das ist ein Symbol fürs Wachstum. Der Flieger hebt ab. In Zukunft wird alles noch besser sein. Als Antwort auf die Krise der 70er Jahre werden die Weichen in der Wirtschaftspolitik umgestellt. Neues Wachstum soll her, koste es, was es wolle. Auch wenn man dafür die Naturgewalten des Finanzkapitalismus freilassen muss. Die hatte man nach dem Zweiten Weltkrieg an die Kette gelegt, weil man sie für die große Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre und den Krieg mitverantwortlich gemacht hat. Monetarismus heißt das neue Zauberwort. Monetarismus war die Idee, mehr Geld in die Wirtschaft zu pumpen, also die Liquidität zu erhöhen, damit mehr investiert, produziert und konsumiert wird.
So sollte das Wachstum zurückgebracht werden. Das kurze Stagnieren des Wachstums in den 70ern, ausgelöst vor allem durch die Ölkrise, hat also zu einer totalen Veränderung unserer Wirtschaftspolitik geführt. Seitdem denken wir völlig anders über Wachstum und das Ankurbeln von Wachstum. Die Politik dereguliert die Finanzmärkte. Banken, Versicherungen und Investmentfonds bekommen mehr Einfluss und dürfen jetzt zocken. Mit Währungen, Aktien und sogar mit der Altersversorgung der Bürger. Das Kapital wird entfesselt. Die Finanzindustrie wird mit Geld geflutet. Es ist ein faustischer Pakt und der Beginn eines schleichenden Prozesses der Selbstentmachtung. Für neues Wachstum gibt die Politik immer mehr Macht an die Finanzmärkte ab. Aber wer ist das eigentlich? Die Finanzmärkte, das Kapital. Und was hat das Ganze mit uns zu tun? Die Allianzgruppe ist Europas größter Versicherungskonzern und einer der größten Player an den Finanzmärkten. China hat mit 1% zum globalen Wachstum beigetragen. Danach kommt Indien mit weniger als 0,2% des globalen Wachstums. Das ist nicht mehr die billige Werkbank. Das stimmt. Aber China kämpft ja gerade mit der Veränderung des eigenen Geschäftsmodells von einem investitions- und produktionsorientierten hin zu einem konsum- und serviceorientierten Geschäftsmodell. Ich bin verantwortlich für 600 Milliarden Euro. Davon 500 Milliarden für die Lebensversicherung und etwa 100 Milliarden für die Sachversicherung. In der Lebensversicherung legen wir die Altersvorsorge unserer Kunden langfristig und sicher an. Man kann sich das so vorstellen, dass wir zum Beispiel auf Regionen schauen, welche Regionen wachsen aktuell, wo finden sich attraktive Möglichkeiten, an diesem Wachstum zu partizipieren. Zum Beispiel über Aktieninvestments, aber auch Investitionen in Immobilien, in Infrastrukturinvestments, in Autobahnen und natürlich auch in normale Kredite. Fassen wir also zusammen. Moderates Wachstum in China, folglich auch moderates Wachstum für den Rest Asiens. In den entwickelten Märkten in Europa und in den USA sind keine neuen Wachstumsimpulse zu erkennen. Unsere Kunden erwarten aktuell von uns etwa 4% Rendite. Um diese 4% zu erreichen, müssen wir in sogenannte investive Bereiche investieren, also Aktien, Immobilien etc. Also wir werden in der Zukunft weniger in Europa anlegen, wir werden mehr in den Schwellenländern anlegen, denn höheres Wachstum in diesen Ländern ermöglicht höhere Anlagerenditen. Uns gefallen zurzeit zum Beispiel First-Class-Shopping-Centers, wo Kunden hingehen, nicht nur um einzukaufen, sondern um ein Wochenenderlebnis zu generieren. Das heißt, es sind große Shopping-Center, wo man auch essen gehen kann, wo man ins Kino gehen kann, wo man also nicht nur einkaufen tut. Die Idee ist, mit der Weltbank zusammenzuarbeiten und direkt in den Schwellenländern zu investieren, allerdings in harten Währungen wie US-Dollar oder Euro. So umgehen wir die Kursschwankungen der Landeswährungen. Es wird immer wieder Krisen geben, aber die Krisen haben sich auch immer selbst bereinigt. Das heißt, es ist nicht unbedingt erforderlich, dass eine Notenbank eingreift, dass eine Regierung eingreift, sondern die Kapitalmärkte sind schon in der Lage, sich selbst zu heilen. Eine Welt, ein wirtschaftliches System ohne Wachstum ist nicht möglich. Stillstand bedeutet Rückschritt und Rückschritt bedeutet Einbußen im Wohlstand. Nein, also ich möchte mir eine Welt ohne Wachstum nicht vorstellen. Wenn wir in Schwellenländern investieren, brauchen wir aber eine schöne Absicherung. Eine Sicherheit, die wir notfalls verkaufen können. Wie beispielsweise ein Flugzeug bei der Finanzierung von Fluggesellschaften. Das ist dann eine Win-Win-Situation für uns. I think that's a yes.
Denken Sie an die 70er, 80er, 90er Jahre, wo man sich wirklich Gedanken gemacht hat, ob das Wachstum ökologisch verkraftbar ist. Und ich denke, heute sieht man eindeutig, ja, es ist ökologisch verkraftbar. Das Geld von Millionen Versicherten soll sich vermehren und geht nun seinen Weg. Wenn Andreas Grubers Team grob entschieden hat, in welche Länder und Bereiche die vielen Milliarden fließen sollen, wird ein Asset Manager beauftragt. Der entscheidet, in welche Aktien oder Anleihen das Geld konkret investiert wird. Die meisten unserer Kunden sind Institutionen. Firmen, Pensionsfonds, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Kirchen, ausländische Zentralbanken und private Vermögensverwaltungen. Sie alle wollen, dass wir ihr Geld an den Kapitalmärkten anlegen. Unsere Kunden erwarten, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Sie wollen ihr Geld zurück und darüber hinaus einen Gewinn erzielen. Und je mehr Wachstum es gibt, desto höher ist dieser Profit. Wir werden gemessen an Performance, an das, was wir erwirtschaften. Und wenn das nicht stimmt, dann steigt der Druck. PIMCO verwaltet weltweit Geldanlagen im Wert von 1,2 Billionen Euro. In Deutschland verwalten wir 490 Milliarden Euro. Die Finanzmärkte haben eine soziale Funktion. Sie machen aus den Ersparnissen der Menschen Kapitalanlagen. Diese Anlagen sind meist eine Form von Schulden. Wenn Sie zum Beispiel einen Hauskredit aufnehmen, könnte dieser Kredit Teil eines Wertpapiers werden, das wir dann kaufen. Wachstum ist also wichtig, damit Privatpersonen und Unternehmen, die an den Finanzmärkten Kredite aufnehmen, diese dann auch zurückzahlen können. Es gibt also immer Schulden im System. Das lässt sich auch auf ganze Länder hochrechnen. Ohne Wachstum können diese Schulden nicht zurückgezahlt werden. Stellen Sie sich eine Welt mit null Wachstum vor. Das wäre eine Welt, in der so ziemlich alles eingefroren ist. Wenn Sie keinen Job haben in dieser neuen Welt ohne Wachstum, Pech gehabt. Dann hätten Sie erst eine Chance, einen Job zu bekommen, wenn jemand in Rente geht. Eine Gesellschaft ohne Wachstum würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Zumindest nicht lange. Sie würde in sich zusammenfallen. Ohne Wachstum versinkt die Gesellschaft also im Chaos. Das jedenfalls behaupten Finanzwelt und Politik. Aber ist das tatsächlich so? Ist es nicht genau dieser blinde Wachstumsglaube, der ins Chaos führt? Von der Londoner City und der Wall Street aus hat die Finanzwelt in den 80er Jahren ihren Einfluss auf Politik und Gesellschaft immer weiter ausgebaut und ist zur treibenden Kraft des Kapitalismus geworden. Heute entscheiden die Finanzmärkte, nicht mehr Regierungen, über Wohl und Wehe ganzer Länder. Wie konnte es so weit kommen?
Wie konnten die Finanzmärkte einen derartigen Einfluss auf unser Leben nehmen? Einer, der die Finanzwelt kennt wie kaum ein anderer, ist Stuart Cowley. Fast 30 Jahre hat er als erfolgreicher Fondsmanager an der Wall Street und in der Londoner City gearbeitet. Ich hatte nie geplant, Fondsmanager zu werden. Ich war Wissenschaftler in Oxford. Eines Abends spielte ich in einem Jazzquartett. Der Schlagzeuger war Ökonom. Wir waren sehr betrunken und ich fragte ihn nach seiner Arbeit im Londoner Finanzsektor. Da hat er uns alles erzählt. Am nächsten Morgen wachte ich mit einem heftigen Kater auf. Aber ich erinnerte mich, was er erzählt hatte und ging sofort zur Berufsberatung der Universität und füllte die Unterlagen ziemlich miserabel aus. Kurz darauf wurde mir ein Job angeboten. Man bot mir ein Gehalt von 20.000 Pfund, um an der Wall Street anzufangen. 1987 war das. Wie im Wilden Westen. Da fing alles an. Es war eine neue Ära mit Reagan und Thatcher und dem freien Handel. Wir haben damals dem System das Korsett abgenommen. Es war die Zeit der großen Liberalisierung. Das große Ding im Finanzsektor war die Deregulierung der Finanzmärkte. Nach dem Motto, los, lasst den Markt entscheiden. Lasst uns Leute anstellen und sehen, was passiert. Im Gegensatz zur kontrollierten Atmosphäre, die vorher herrschte, das war der neue Weg. Von jetzt an entschied nur noch das Geld. Und das Geld gewann. Dafür brauchte es clevere Menschen, die an den Börsen handeln und die Finanzwirtschaft endlich zum Motor des Kapitalismus machen. Denn der Kapitalismus funktioniert ja nur durch Schulden. Er funktioniert durch Geld und vor allem durch Schulden. Und genau das passierte jetzt und Wachstum und Inflation explodierten in den 80ern. Der Plan scheint aufzugehen. Die Börse brummt. Wachstum soll jetzt nicht mehr durch steigende Löhne und höhere Steuereinnahmen finanziert werden. Es soll jetzt auf Pump kommen. Staat und Bürger sollen sich bei Banken und Kapitalgebern verschulden, um zu konsumieren und so Wachstum zu generieren. Credit cards come along. Overdraft facilities. Kreditkarten, Überziehungskredite und Hauskredite waren plötzlich für jedermann verfügbar. Das war der Punkt, an dem es explodiert ist. Plötzlich konnten sich nicht mehr nur die ganz Reichen exzessiven Konsum erlauben, sondern auch Menschen mit niedrigem Einkommen. Die Geldmenge und das Angebot an Krediten explodierte in den frühen 80ern. Die Aufforderung zum Konsumverhalten und zur Verschuldung haben Wachstum gebracht. Und sie brachten uns dahin, wo wir heute stehen. Where we are today. When was the last time you heard anybody say? Wann haben Sie zum letzten Mal den Satz gehört, ich kann heute nicht ausgehen, weil wir auf einen neuen Kühlschrank sparen? It just doesn't happen. So was gibt's nicht mehr. Heute wartet keiner mehr. Die kalte Logik des Marktes übernimmt. Und sie produziert Verlierer und Gewinner. Sie waren mal Pokerspieler. Ist das hier Pokern mit anderen Mitteln? Well, yeah, I've played some poker in my lifetime. I suppose a lot of. Ich habe schon viel Poker gespielt, wie viele andere in unserem Geschäft. I think there's a common. Viele halten Kartenspielen oder Blackjack ja für Glücksspiel. Dabei ist es gar kein Glücksspiel. Nein, man schätzt die Wahrscheinlichkeit bestimmter Ereignisse und platziert seine Einsätze entsprechend. Wir nennen das die Kunst des Spekulierens. Einer, der diese Logik besonders gut für sich zu nutzen weiß, ist Donald Trump. Ich glaube, dass ich einen gewissen Instinkt habe. Aber es ist kein Killerinstinkt. Es ist eher der Instinkt zu bekommen, was ich will. Oder zu wissen, wie ich bekomme, was ich will. Nur wenige erkennen die Profitmöglichkeiten der neuen Zeit wie er.
In großem Stil kauft Trump in New York heruntergekommene Mietshäuser und Grundstücke und lässt Luxushotels und Apartments darauf bauen. Das Geld dafür bekommt er von den durch den Börsenboom berauschten Banken und durch den größten Steuererlass der Geschichte New Yorks. Er selbst zahlt fast nichts. Manhattan ist ein unglaublicher Ort. In wenigen Tagen verkaufst du hier alle Einheiten eines Wolkenkratzers. Gebäude mit 300 oder 400 Einheiten. Ich baue gerade so eins. Eines der heißesten Gebäude aller Zeiten und es verkauft sich wie warme Semmeln. Manhattan wird ein Ort für Reiche. Punkt. Period. Wo sind Ihre Grenzen, Mr. Trump? Keine Ahnung, wo meine Grenzen sind. Aber ich hoffe, dass ich merken werde, wenn ich an meine Grenzen stoße. Der Geist ist aus der Flasche. Die schöne neue Welt des Finanzkapitalismus ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Und es wird ein enormer Aufwand betrieben, sie den Menschen als berechenbares und sicheres System zu verkaufen. The whole industry is based around a kind of an illusion and the illusion of certainty. Die ganze Branche basiert auf einer Illusion, der Illusion von Sicherheit. Es gibt ein Interesse von Seiten des Systems, Wissen vorzutäuschen, Spezialwissen. Das heißt nicht unbedingt, dass die Menschen in der Finanzindustrie lügen. Sie machen das Beste aus dem Wissen, das sie haben. Aber sie wissen eben nicht mehr als Sie oder ich. Eine zentrale Rolle im Finanzsystem spielt der New Yorker Konzern Bloomberg. Seit den 80er Jahren versorgt das Unternehmen Börsenhändler und Banker blitzschnell mit Aktienkursen und Finanzdaten aus der ganzen Welt. Damit ist Bloomberg zu einem der einflussreichsten Medienkonzerne der Welt aufgestiegen. Rund um die Uhr verbreiten heute Bloombergs Nachrichtenagentur und Börsensender die frohe Botschaft vom freien Markt. Wir sind ein Transparenzdienstleister für den Finanzmarkt. Wir bieten unseren Kunden eine riesige Menge an Daten an, zur Wirtschaft, zu bestimmten Märkten und Unternehmen. Alles, was Investoren und Unternehmen brauchen, um zu arbeiten und Geld zu verdienen, finden Sie in unserem Bloomberg Terminal. Sei es in Form von Daten, die wir liefern, oder durch die Nachrichten und Eilmeldungen unserer Journalisten auf der ganzen Welt. Von uns bekommen Sie alles, was man am Finanzmarkt braucht. Wir wollen die Märkte informieren, aber sicher nicht beeinflussen. Wir liefern eine Chronik des Kapitalismus und erzählen die Geschichte des Geldes. Das ist der Kern unserer Arbeit bei Bloomberg. Wir wollen den Menschen ein Gefühl von Echtheit vermitteln, damit sie verstehen, was passiert, warum es passiert und was als nächstes kommt. Economic growth data is one of the most important numbers we look for. Die Wachstumszahlen sind für uns mit die wichtigsten Daten. Sie sind wie der Spielstand beim Fußball und geben Auskunft über den Zustand der Wirtschaft. Stetiges, solides Wachstum an den Finanzmärkten führt normalerweise zu stetigem, soliden Wachstum in der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt. Einfach, weil die Menschen sich reicher fühlen. These are the yields in Spain, Italy, Ireland. They're all falling today. Bond insurance is falling across Europe today. And those are the commodities, the far right-hand side of your screen after Greece, of course, received a deal. If you look at the textbooks, there should be no limits. Den Lehrbüchern nach gibt es keine Grenzen des Wachstums. Schaut man aber in die Zeitung, beschleicht einen das Gefühl, dass das globale Wachstum gerade Pause macht. Die zentrale Frage ist also, erleben wir einen vorübergehenden Abschwung oder verändert sich gerade etwas Grundlegendes? Haben Sie eine persönliche Meinung? Ich habe keine persönliche Meinung. Ich bin Journalist. Ich habe zwar eine, aber die verrate ich nicht. Die Weltgeschichte zeigt doch, dass die Menschheit es am Ende meistens doch hinbekommen hat. Wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, dann kamen Unternehmer und Investoren immer mit guten Ideen und waren damit erfolgreich. Schauen wir doch 20 Jahre zurück. Seitdem kamen Facebook, Twitter und Apple. Sie sind heute selbstverständlich für uns, waren aber neue Quellen des Wachstums. Ja, die Welt kann sich neu erfinden. Sie hat das im Laufe der Geschichte schon oft getan.
Man kann darauf zählen, dass der Mensch eine bessere Zukunft für sich schaffen wird. Ich habe Bloomberg jeden Tag in meiner 28-jährigen Karriere benutzt. All diese Informationsimperien basieren darauf, dass die Menschen ihnen und ihren Informationen weiter glauben. Sie werben für die Ideologie und das Narrativ, auf dem die Finanzwelt aufbaut. Das Ganze ähnelt heute immer mehr einer Gameshow, die die Menschen dazu bringen soll, zu investieren und Profitchancen zu sehen. Sie verbreiten sozusagen die kapitalistische Botschaft. Und für eine Weile gewinnen ja alle. Das ist der Punkt. Mathematisch gesehen ist das Ganze stabil, zumindest eine Zeit lang. Und dann, das haben Ökonomen wie Marx und Keynes ja gezeigt, kommt es nach einem langen Boom zum plötzlichen Absturz. Die Lobbyisten der Finanzindustrie haben die Regierungen bearbeitet, um sicherzustellen, dass das Wachstum der Finanzbranche weitergeht. Die Regierungen glaubten, das sei im Interesse der Realwirtschaft. Denn alle, vor allem die Vertreter des Monetarismus, erzählten ihnen, dass mehr Geld im Finanzsystem zu mehr Wachstum in der Realwirtschaft führt. Aber eigentlich passierte etwas ganz anderes. All dieses neue Geld wurde eingesetzt, um zu wetten. Auf die Wertsteigerung bestimmter Unternehmen, bestimmter Aktien oder des Geldes selbst. Und die Leute, die diese Wetten platzierten, haben nicht nur davon profitiert. Sie waren auch die einzigen, die das System kontrollierten. Das führte zu einem extrem instabilen und ungerechten System, in dem die Reichen sehr schnell sehr viel reicher wurden. Seit Jahrzehnten wird die Gesellschaft nun zu einem riesigen Markt umgebaut, zu dem es angeblich keine Alternative gibt. Das viele Geld, das an den Finanzmärkten von wenigen verdient wird, schreit immer weiter nach Verzinsung und ist heute schon in die letzten Winkel der Welt eingedrungen. Billionenschwere Profite suchen permanent nach neuen Möglichkeiten, sich zu vermehren. Die Welt scheint dem Kapital langsam zu klein zu werden. Als ich ein Kind war, konnten wir es uns nicht leisten, zu fliegen. Bevor ich in der Flugzeugindustrie anfing, war ich noch nie geflogen. Heute ist Fliegen selbstverständlich für uns. Es hat unsere Art einzukaufen und zu reisen stark verändert. Es hat die Art verändert, wie sich Menschen und Kulturen begegnen. In den nächsten 20 Jahren wird die Welt nach unseren Schätzungen 32.000 neue zivile Flugzeuge brauchen. Passagierflugzeuge und Transportflugzeuge. Und wir rechnen damit, einen großen Anteil dieser 32.000 Maschinen zu verkaufen. At the moment, around 1 billion of the people who live on our planet. Zurzeit fliegen etwa 1 Milliarde Menschen regelmäßig. Die restlichen 6 Milliarden fliegen noch nicht. Diese Menschen sind die Passagiere und Kunden von morgen.
zusätzlich zu denen in Industrienationen, für die Fliegen jetzt schon selbstverständlich ist. Das größte Wachstumspotenzial findet sich klar dort, wo viele Menschen leben, wo wirtschaftlicher Wohlstand ist, wo es ein ausreichendes Einkommen gibt. Ganz oben auf der Liste steht der asiatisch-pazifische Raum. China, Indien, Indonesien, Südostasien. Dicht gefolgt von Lateinamerika mit starkem Wachstum. Dahinter kommt Afrika, das von einem geringen Niveau ausgehend stark wächst. 8:38, lift wells open, lift gates, cross lift wells will automatically open, tank flip will close, lift open, ram air is open. Okay, you can start with the air, please. Okay, APU bleed on, pitching back to normal, ram air back to normal. 5, 1, 2, away. Full start. Man muss selbst in China gewesen sein, um zu verstehen, wie stark das Land wächst. Der Flughafen Peking ist seit kurzem der verkehrsreichste Flughafen der Welt. Und dieses enorme Wachstum wird mit dem neuen Pekinger Flughafen und dem Wachstum der größten Drehkreuze so weitergehen. Ein riesiges Wachstum in China. In den letzten 6 Jahren haben wir über 100 brandneue Flugzeuge an chinesische Fluggesellschaften geliefert. Pro Jahr. Ein Flugzeug alle 3 Tage nach China. Faszinierend. The change is spectacular. Die Veränderungen hier sind spektakulär. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es hier war, als ich 1994 herkam. Da war auf den Straßen und überall alles voller Fahrräder. Wenn man heute auf die Straße blickt, sieht man nur noch sehr wenige Fahrräder. Man spürt diesen Wandel hier sehr deutlich. Aber Sie haben heute mehr Staus. Ja, Staus sind wirklich ein Problem in Peking. In einer so großen Stadt wie Peking gibt es einfach zu viele Autos. Das ist ein echtes Problem. Präsident Yuan, du hast ja heute eine Menge Leute um dich versammelt. Wir wollten euch ja den Flieger eigentlich übergeben, aber die Behörde... Wusstest du das nicht? Hilf mir bitte, die Genehmigung zu bekommen. Wir brauchen dieses Zertifikat der Luftfahrtbehörde. Okay, ich rede mit denen. Machen Sie doch ein Foto mit uns. Zurzeit haben wir etwas über 200 Flughäfen in China. Jedes Jahr werden zwischen 10 und 15 neue gebaut. Der Markt ist riesig. Und wir sind sehr optimistisch. Denn bei einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden, stellen Sie sich vor, wenn sich jeder leisten könnte zu fliegen, wenn sich sogar ein Bauer oder Arbeiter ein günstiges Ticket leisten kann, um zu fliegen, is willing to travel by air
Dieser Markt ist fantastisch. Man kann sich das kaum vorstellen. Und ich habe die Zeichen davon schon gesehen. Jedes Mal, wenn ich nach der Perspektive unseres Marktes gefragt werde, fällt es mir schwer, seine Dimensionen in Worte zu fassen. Wir sprechen hier von 1,4 Milliarden Menschen. Das ist mehr als ganz Europa. Alle 15 Jahre wird sich die weltweite Flugzeugflotte verdoppeln. In China muss man darauf nicht 15 Jahre warten. Unsere Flotte verdoppelt sich alle 7 bis 8 Jahre. Hier geht das schneller als anderswo auf der Welt. Aber mehr Flugverkehr bedeutet auch mehr Luftverschmutzung, oder? Wir haben wirklich alles getan, um unsere Emissionen zu reduzieren. Aber wenn man sich die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Vorteile anschaut, die die Luftfahrtbranche der Menschheit bringt, dann werden die Menschen sicher anders darüber denken. Wir versuchen, die Welt immer kleiner zu machen. Damit sie wirklich zu einem Dorf wird. Jahrzehnte wird dieses Wachstumssystem künstlich am Leben gehalten. Mit Krediten. Nur ein paar wenige trauen sich zu sagen, dass das nicht ewig gut gehen kann. Aber niemand hört auf sie. Im September 2008 ist der Moment gekommen. Das Kartenhaus stürzt ein. Ein schwarzer Montag für den amerikanischen Kapitalmarkt. Trotz dramatischer Rettungsgespräche unter Zeitdruck am gesamten Wochenende scheiterten alle Bemühungen, die viertgrößte US-Investmentbank Lehman Brothers am Leben zu erhalten. Es ist ein wichtiger Teil des Reinigungsprozesses. Wir wussten, dass Lehman Brothers angeschlagen war. Wir haben das Ende kommen sehen. Das lief zwar anders als erwartet, aber jetzt ist Lehman weg. Ich glaube, dass unsere Märkte flexibel und widerstandsfähig genug sind, um diese Situation zu meistern. Wie fühlen Sie sich? Schrecklich, oder? Beschissen. Haben Sie es kommen sehen? Nein, habe ich nicht. Das war ein heftiger Schock für das System. Ein Gefühl wie, oh Gott, sowas darf nie wieder passieren. Die Regierungen müssen doch mehr Kontrolle über das System haben. Und eine Zeit lang gab es auch Versuche, etwas zu ändern. Aber das hielt nur für ein paar Monate. Und Ende 2009, Anfang 2010 haben dieselben Firmen, die für dieses Desaster verantwortlich waren, wieder die gleichen gefährlichen Geschäfte gemacht, die man wegen der Krise für eine Weile gestoppt hatte. Wir haben also aus der Krise gelernt, dann aber schnell alles wieder vergessen. Die Finanzkrise war die große Chance für die Politik, die Welt aus der Abhängigkeit vom Finanzmarkt zu befreien und das System zu verändern. Doch die Chance wurde vertan. Stattdessen tat man alles, um das alte System wieder in Gang zu bringen. Mehrere Billionen Dollar haben die Regierungen seitdem ausgegeben, um die Banken zu retten. Dann passierte etwas Erstaunliches. Die Krise der Banken wurde auf wundersame Weise zur Staatsschuldenkrise umgedeutet. Den Staaten und ihren Bürgern wurden drastische Sparmaßnahmen verordnet, unter denen heute viele Millionen Menschen leiden. Banken und Börsen jedoch wollten danach möglichst schnell wieder Normalität demonstrieren. In Wirklichkeit aber ist nichts mehr, wie es vorher war. Nichts ist, wie es scheint. Der Kapitalismus hat die Krise zwar überlebt, aber er funktioniert nicht mehr so wie davor.
Auch wenn heute weniger los ist als früher, hier ist immer noch das Zentrum des Kapitalismus. Schaut euch die Touristen an, die da draußen Fotos machen. Für sie ist das hier immer noch das Zentrum des Kapitalismus. Es ist zwar nicht mehr so viel los, aber es ist ein Symbol. Es hat eine Bedeutung für die Leute. Wir hatten hier oft hohen Besuch. Hier war Präsident Bush bei uns auf dem Parkett. Das ist John Thane, der ehemalige Chef der Börse. Die Leute hier suchen nach Wachstum. Sie wollen, dass ihre Unternehmen wachsen, dass die Wirtschaft wächst. Sie wollen mehr Geld verdienen und mehr Leute einstellen und die Löhne erhöhen. Das ganze Spiel hier dreht sich ums Wachstum. Wie man Leute in Arbeit bringt und die Weltwirtschaft am Laufen hält. Darum geht's. Ich bin sowas wie der Wettermann für die Börse. Ich versuche jeden Tag herauszufinden, was auf dem Aktienmarkt los ist. Ich rede mit Händlern, mit Analysten und Börsenexperten. Dann gehe ich auf Sendung und ins Internet und erkläre, was los ist. Ich versuche jeden Tag herauszukriegen, woher der Wind an der Wall Street weht. Glückwunsch, ein großer Tag für Sie. Schön, dass Sie hier sind. Das ist der schönste Teil meines Jobs. Börsengänge beobachten, Leuten beim Geldverdienen zuschauen, dem Kapitalismus bei der Arbeit zusehen. Herzlichen Glückwunsch. Der S&P 500 ist diesen Monat 1,5% im Minus. Wir haben hier klare Spitzenreiter, denn die Verdienstaussichten im vierten Quartal sind besser geworden. Wer waren gestern die Gewinner? Energie, Technik und Bankaktien. Und wer schwächelt heute? Energie, Technik und Bankaktien. Das ist interessant. Danke, Jungs. Hey, Bob, ich wechsle mal schnell deine Batterie. Man kann nicht einfach sagen, naja, die Märkte treiben so vor sich hin. Es gibt eigentlich keine Erklärung für das, was heute passiert, und damit zurück ins Studio. Das würde keinen Sinn machen. Keiner würde sich das anschauen. Die Menschen wollen Geschichten, keine endlos langen Zahlenkolonnen. Das interessiert niemanden. Sie wollen wissen, was los ist. In einfachen Worten sagen, was an den Finanzmärkten passiert. Darin liegt das wahre Können. Und das ist oft nicht einfach, denn die Dinge sind sehr kompliziert. Pisani hier. Was passiert da gerade? Asia Power ging mit 16,12 auf den Markt, jetzt stehen sie bei 15,29. Enttäuschend. Ja, 15% gefallen. Das waren nette Leute, sehr freundlich. Die sind alle aus Indien angereist, um ihr Solarenergie-Dings zu machen. Die waren alle ganz aufgeregt. Es war toll, mit ihnen zu sprechen. Sie meinten, sie schauen seit 20 Jahren CNBC. Es gab immer schon Leute, die behaupten, dass der Kapitalismus böse sein kann, dass er den Leuten nicht hilft. Das sehe ich ganz anders. In den letzten 150 Jahren sind Millionen Menschen aus der Armut befreit worden. Ich glaube immer noch absolut an dieses System und daran, dass es funktioniert. Ich habe mich diesem System verschrieben. Als ich angefangen habe in der New Yorker Börse, waren wir schon etwa 5000 Menschen auf dem Parkett. Geld steht immer noch im Mittelpunkt, aber die Menschen sind im Zuge der Technologisierung fast vollends verschwunden. Also wir sind statt 5000 jetzt nur noch ein paar hundert. Sicherlich die Fassade nach außen ist immer noch die New York Stock Exchange. Und das sieht alles sehr ehrwürdig aus und ist furchtbar wichtig. Aber im Prinzip sind es jetzt die Maschinen, die das Rennen machen bei uns. Die wirkliche Börse findet in Glasfaserleitungen statt, in Hochgeschwindigkeitsrechenzentren und nicht mehr bei den Menschen, die wir auch bei der Börsenberichterstattung sehen. Früher sind die Aktienkurse deshalb gestiegen, weil Unternehmen mehr Gewinne erwirtschaftet haben. Ja, wenn die Gewinne eines Unternehmens steigen, weil dann steigen eben auch die Aktienkurse. Ich glaube, das kann man nachvollziehen, und da haben wir immer noch auch die Verbindung zwischen realer Wirtschaft und Börse.
Wir haben in den USA seit langer Zeit bei den großen Konzernen überhaupt kein Ertragswachstum. Im Gegenteil, die Gewinne sinken, trotzdem steigen die Börsenkurse. Der Aktienmarkt bläst sich immer weiter auf und koppelt sich von der echten Wirtschaft, von der Realität ab. Wir haben trotz der aggressiven Geldpolitik kein verstärktes Wirtschaftswachstum. Wenn das kein Indiz dafür ist, dass sich das System verändert, massiv verändert, ich weiß auch nicht, wie viel größer der Beweis noch sein muss. Die Tatsache, dass hier Dinge passieren, die wir alle noch nicht erlebt haben, bei denen wir deshalb vielleicht auch nicht wissen, wie wir damit umgehen müssen, wenn der Schuss mal nach hinten losgeht, das sorgt zweifelsohne auch bei meinen Kollegen auf dem Parkett, wie auch bei mir, für eine gehörige Portion Angst. Hier ist die Nachricht des Tages. Leute, liebt euch und hört auf, euch gegenseitig zu bescheißen. Seid freundlich zu allen und denkt daran, nur weil wir obdachlos sind, sind wir keine schlechten Menschen. I think what we've seen over the last few years is cracks in the shiny surface of capitalism. Seit einigen Jahren sind Risse sichtbar geworden in der glänzenden Oberfläche des Kapitalismus. Zuerst sehen sie auch nur genauso aus, als ob etwas daran nicht stimmt, wie das Licht reflektiert wird. Aber wenn man genauer hinschaut, wird deutlich, dass diese Risse bis ins Herz des Systems reichen. Sie gehen bis an den Kern der Grundideen des Kapitalismus. Funktioniert der Kapitalismus also überhaupt noch? Hält das System, was es verspricht? Wachstum, Arbeit und Wohlstand für alle? Wir haben bei uns als Vision die Smart Factory. Unser Ziel ist es, dass wir eine vernetzte Produktion haben, die in sich miteinander kommunizieren kann und sich selber optimiert. Natürlich ist es unser Ziel, dass wir bei gleicher installierter Kapazität, die wir haben, mit den gleichen Ressourcen mehr aus unseren Anlagen bringen. Wir müssen definitiv an der Stelle mit dem Trend der Zeit gehen, weil wenn wir nicht wachsen und wenn wir nicht profitabel sind und unsere Arbeitsplätze nicht sichern, dann werden das andere tun. Andere werden es auf jeden Fall tun, ja, an der Stelle. Und das ist auch ein Naturgesetz. Wachstum ist ein Naturgesetz. Und dem Naturgesetz können wir uns nicht verschließen. Wir werden hier die Mitarbeiter entlasten. Ein Drittel übernimmt jetzt zukünftig der Roboter von den Teilen und zwei Drittel obliegen bei dir. Okay. Und wie gesagt, aller 1,5 Teile wirst du dann das Teil entnehmen, ganz normal wie bisher auch. Und der Roboter wird automatisiert losfahren, wenn du ein neues Teil eingelegt hast und dann sozusagen wieder heraustrittst, dann fährt er automatisch los. Alle unsere Tätigkeiten, die wir derzeit in unseren planerischen Überlegungen für die Fabriken haben, ist, dass wir den Menschen entlasten von schweren Tätigkeiten. Nehme ich das Beispiel vom Karosseriebau. Früher war der Karosseriebau einer der dreckigsten Arbeitsplätze in der Automobilindustrie. Ein manueller Arbeitsplatz mit schweren Handpunktschweißzangen, wo die Bleche miteinander verbunden worden sind. Heute haben wir einen Karosseriebau hochautomatisiert. Wir haben eine reine Luft hier drin, hell beleuchtet, und so müssen wir diese Veränderung weiter aktiv gestalten. Der Mensch und der Mitarbeiter, der tritt wirklich in den Mittelpunkt und kann sich um das Wesentliche der Arbeit und der Technologie beschäftigen und diese weiterentwickeln. Das müssen wir jetzt schaffen, den Menschen zu vermitteln, dass die Digitalisierung nichts Bedrohliches ist, sondern eher Chancen bietet für neue Berufsgruppen, für neue Berufsfelder, die wir heute teilweise noch gar nicht wissen. Das
werden wir noch sehen. Schon seit der industriellen Revolution ersetzen Maschinen menschliche Arbeit und verursachen dadurch große gesellschaftliche Umbrüche. Doch bislang ging es dabei immer nur um die Muskelkraft des Menschen. Heute sind Maschinen in der Lage, das zu tun, was uns Menschen einzigartig gemacht hat. Sie haben angefangen zu denken. Das ist völlig neu in der Geschichte der Menschheit. Und es wird enorme Auswirkungen darauf haben, wie wir leben und arbeiten. Can technology think? Können Maschinen denken? Watson can. Watson kann es. IBM Watson ist eine Technologie, wie es sie noch nie zuvor gab. Denn anstatt Menschen zu zwingen, wie Computer zu denken, kommuniziert Watson auf menschliche Weise. Man programmiert Watson nicht, man arbeitet mit Watson. Und durch den Kontakt mit ihm lernt es, so wie wir. Ja, die lernen. Ja, es sind Selbstlernende, das kann man vielleicht noch dazu sagen. Selbstverständlich steht im Zusammenhang mit dem Begriff kognitiv auch der Umstand, dass diese Systeme und auch die Komponenten lernen. Und damit wir zum Beispiel, wenn es darum geht, einem solchen System Inhalte beizubringen, längst an dem Punkt sind, wo wir nur noch ein Drittel des gesamten Kontexts interpretieren helfen, damit das System beginnt zu lernen und dann große Teile dessen, was außerdem noch erfasst werden muss, vom System autark erlernt werden. Are you interested in talking about how I express and understand emotions? I can express emotions with my voice, gestures, and talent, as well as the colorful warts in my eyes and on my shoulders. As you can see, I'm a humanoid robot created by Aldebaran. I'm a sophisticated combination of hardware and software designed to interact with humans and bring them joy. Thank you! Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass über die nächsten Jahre eine Verselbstverständlichung dieser Technologien in der Hand des Individuums stattfindet. Wir sind nicht dabei, uns in irgendeiner Form selber abzuschaffen. Im Gegenteil, wir heben eigentlich nur den Level, auf dem wir unsere eigene Kreativität zum Einsatz bringen, an. Und das halte ich für ein extremes Privileg. In Zukunft wird fast jede Routinetätigkeit eines Arbeiters oder Angestellten von einem Algorithmus oder einem Roboter ausgeführt werden können. Millionen Jobs werden verschwinden. Die neuen Technologien bringen zwar Wirtschaftswachstum, aber kaum neue Jobs. Und das könnte am Ende auch für den Kapitalismus selbst gefährlich werden. Denn wer soll all die schönen Dinge kaufen, die täglich in Massen produziert werden, wenn es nicht mehr genug Menschen gibt, die sie mit dem Lohn ihrer Arbeit bezahlen können? Sitzen wir alle in einem Flugzeug, dessen Navigationssystem ausgefallen ist? Haben wir das System noch unter Kontrolle? Oder hat es längst uns unter Kontrolle? Finanzmärkten bestimmen Maschinen und Algorithmen schon lange das Geschehen. Computer handeln in Millionstelsekunden mit anderen Computern, ohne menschliches Zutun. Und manchmal tun sie auch Dinge, die nicht geplant sind. So wie beim Flash Crash im Mai 2010. Wow, almost 1,000 points! We call this a capitulation! They're gonna probably halt trading! We can't stop the selling! Der Flash Crash war ein Vorfall, bei dem sich die Finanzmärkte für ein paar Sekunden in Luft auflösten. Insgesamt dauerte das Ganze nicht mehr als 40 Minuten.
Es gab einen rapiden Kurssturz, der aber nicht durch ein bestimmtes Ereignis ausgelöst wurde. Es gab keine schlechten Nachrichten, keine dramatische Veränderung der wirtschaftlichen Lage oder bestimmter Unternehmensdaten. Es war einfach eine Kettenreaktion, die in einem sehr komplexen System ausgelöst wurde und sich dann selbst verstärkt hat. Plötzlich reagierten alle Computersysteme weltweit, die dieselben Signale auf dieselbe Weise interpretierten und zogen gleichzeitig ihre Kaufgebote zurück. Als der Markt dadurch immer weiter abstürzte und überall die Risikolimits erreicht wurden, und die Programme verrückt spielten, wurden bei uns alle immer panischer. Bis der Chef meiner Firma in den Handelsraum stürzte und schrie: Ausschalten, schaltet alles aus! Wir haben dann alle Tasten gedrückt, um die Programme zu stoppen. Auf jeder Tastatur haben wir alle laufenden Programme sofort beendet. Und wenn man den Markt beobachtete, sah man, dass überall genau dasselbe passierte. In jedem Handelsraum der Welt. Denn alle Kauf- und Verkaufsgebote waren auf einmal verschwunden. In diesem Moment war es, als starrte man in den Abgrund. Und man fragte sich, was passiert jetzt? Das macht keinen Sinn. Es gibt keine ökonomische Erklärung für das Verschwinden des gesamten Marktes. Der moderne Finanzmarkt ist zu einem komplexen, adaptiven System geworden. Menschen können solche komplexen Systeme nicht kontrollieren. Es ist eine Selbsttäuschung anzunehmen, komplexe Systeme überschauen und regulieren zu können. Es ist einfach unmöglich. Wir können sie nicht verstehen. Da passiert einfach zu viel. Glauben Sie, wir haben die Kontrolle über das System verloren? Ich weiß nicht. Haben wir die Kontrolle über das System verloren? Vielleicht ist Kontrolle überbewertet. Vielleicht ist es okay, nicht alles unter Kontrolle zu haben, solange die Wirtschaft allen dient. Aber ich finde nicht, dass sie allen dient. Das Wirtschaftssystem funktioniert nicht so, wie es sollte. Von seinen Gewinnen profitieren weit weniger Menschen, als es möglich wäre. Auch der Flash Crash blieb folgenlos. Seither hat sich die Umschlaggeschwindigkeit des Kapitals sogar noch weiter erhöht. Heute handeln Computer im Nanosekundentakt miteinander. Eine Nanosekunde ist eine Milliardstel Sekunde. In diesem Raum haben wir eigentlich nur einen An-Ausschalter. Hier läuft alles ohne menschliches Zutun. Ich verlasse den Raum grundsätzlich nicht und lasse etwas unbeaufsichtigt handeln. Ich will bei dem Algorithmus sein, den ich erschaffen habe. Auch wenn ich ihn nicht unter Kontrolle habe, ich beobachte ihn. Tut er auch das, wofür ich ihn programmiert habe? I really don't interact with economists and policymakers. Ich rede nie mit Wirtschaftswissenschaftlern oder politischen Entscheidungsträgern. Es gibt da einfach keine Verbindung. Wenn es da einen engen Zusammenhang gäbe, dann hätten Firmen in meinem Bereich ja einen Bedarf an Menschen mit Wirtschaftshintergrund. Wir stellen Wissenschaftler, IT-Experten und Anwälte ein. Wir engagieren weder Betriebswirte noch andere Wirtschaftswissenschaftler.
Viele unserer mathematischen Modelle kommen aus Bereichen wie Pferdewetten. Diese Modelle bilden bei uns die Grundlage für den automatisierten Hochfrequenzhandel. In unserer kapitalistischen Gesellschaft wird ja diese Idee propagiert, dass das hier ein sicheres Umfeld für den Normalbürger ist, um seine Altersvorsorge anzulegen. Dabei ist es ein extrem hart umkämpftes Geschäft. Abhängig von der Anlage halte ich es für sicherer, in ein Casino zu gehen, als sein Geld hier zu investieren. Es gibt diese komische Vorstellung, dass die Finanzmärkte einen sehr großen Teil der Bevölkerung absichern und sogar noch Rendite für sie abwerfen sollten. Dabei tun wir hier doch alles dafür, den Leuten diese Rendite wegzunehmen. Das ist unser Job. Es ist eine total andere Welt als die, die den Leuten vorgegaukelt wird. Die Finanzmärkte sind außer Kontrolle und haben keinen Bezug mehr zur realen Welt. Algorithmen und Roboter produzieren zwar Wachstum, aber nur noch Arbeit und Wohlstand für wenige. Und dieses Wachstum zerstört unsere Zukunft auf dem Planeten. Die Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt mit unserem System, sind unübersehbar geworden. Warum nur ignorieren wir sie so konsequent? Even though ordinary people actually don't have so much trouble with the idea that you can't go on growing on a finite planet. Normalen Menschen fällt es eigentlich nicht schwer, sich vorzustellen, dass man auf einem endlichen Planeten nicht immer weiter wachsen kann. Die meisten kapieren das sofort, denn es ist sehr leicht zu verstehen. Dennoch gibt es da einen politischen Konsens und einen institutionellen Konsens, für den die Idee immerwährenden Wachstums extrem wichtig und unverzichtbar ist. Es herrscht fast so etwas wie eine kollektive Schizophrenie. Einerseits starrt uns das Offensichtliche quasi ins Gesicht. Es ist etwas, das sogar meine Kinder oder Schulkinder verstehen können. Man kann in einem begrenzten Raum nicht ewig weiterwachsen. Die einzigen natürlichen oder biologischen Systeme, die das tun, bringen ihren Wirt am Ende um. Die sind fürs Fernsehen. Ich habe demnächst eine Diskussion in Las Vegas und mache meine TV-Show von dort. Der Sender stellt mir die Sachen zusammen. Ich bin jetzt viel besser gekleidet als vor meinem Job beim Fernsehen. Die engagieren dir sogar einen Stylisten. Versteht ihr? Ihr Jungs seht scheiße aus. Ihr wisst doch nicht, wovon ich rede. Das hier sind ziemlich feine Klamotten. Kommt rein. The most powerful name in financial television, Wall Street Week, is back. You have some news? SkyBridge actually purchased the rights to Wall Street Week. SkyBridge Capital and its managing partner, Anthony Scaramucci, are reviving the iconic Wall Street Week program. It's a show about money, developed by people who work in money. Ich sehe mich als Künstler des Kapitals. Dieses Unternehmen, das ich geschaffen habe, ist meine Leinwand. Ich weiß, ihr Medienleute mögt den Kapitalismus nicht, aber irgendjemand muss ja eure Kamera und die Mikrofone bezahlen. Der Kapitalismus ist das einzige System, das wir geschaffen haben, das funktioniert. Und die Wall Street ist immer noch, ob die Leute das nun mögen oder nicht, der Motor unseres finanziellen Wachstums. Ein gutes Beispiel: Fracking in den USA. Zuerst wurde die technische Lösung geschaffen. Dann musste man Kapital einsammeln, um auch an die Energie ranzukommen. Einige Umweltschützer mögen das nicht und wir könnten jetzt lange darüber diskutieren, aber am Ende des Tages war es eine innovative Idee, die eine gewaltige Menge zusätzlicher Energie freigesetzt hat, von der die Welt 15 oder 20 Jahre zuvor nichts geahnt hatte. Reden wir über Wachstum. Es gibt heute diese Vorstellung in elitären Akademikerkreisen, dass wir nicht weiter wachsen werden.
Das ist einfach falsch. 5500 Jahre Menschheitsgeschichte zeigen doch, dass wir Menschen enorm wissbegierig und erfindungsreich sind. In den nächsten 50 Jahren werden wir so viele Dinge tun. Unsere Fähigkeiten werden alle verblüffen. Wir werden Asteroiden aus dem Weltall holen, die voller Platin sind. Das wird den ersten Menschen zum Billionär machen. Wir werden die Fähigkeit entwickeln, das Altern zu stoppen und Krebs zu heilen. All diese Innovationen liegen vor uns. Das ist ein gewaltiges Potenzial für Wachstum. Wachstum entsteht, wenn man die Steuerpolitik und die wirtschaftlichen Regulierungen in Ordnung bringt. Und wenn man Anreiz schafft, zu wachsen. Wenn aus Washington die Botschaft kommt, lasst uns wieder Geschäfte machen. Ihr wollt 3%, 4% Wachstum sehen? Dann muss man den akademischen Blick auf diesen Kram aufgeben und mit echten Profis reden, die verstehen, wie man ein Unternehmen groß macht und wirtschaftliche Innovationen schafft. Es wird immer Wachstum auf diesem Planeten geben. Es wird immer in einer gezackten Linie aufwärts gehen für die Menschheit. Das war schon die letzten 5500 Jahre so. Und solange wir uns nicht mit Atomwaffen wegpusten, wird es auch die nächsten 5500 Jahre so sein. Es steckt schon etwas Verzweifeltes in dieser Strategie. Als hätte man ein Jahrzehnt lang erkannt, dass wir das System wohl doch nicht unbegrenzt wachsen lassen können. Und jetzt haben wir diesen Gedanken satt. So realistisch wollen wir nun doch nicht sein. Wir hätten lieber eine perfekte Fantasie als Leitidee. Wir sagen uns lieber, nein, wir brauchen nicht weniger Wachstum, wir müssen noch stärker wachsen. Wir müssen uns mehr anstrengen. Make America great again. Wir können alle Milliardäre und Immobilien-Tycoons sein. Natürlich ist das eine Illusion, denn wir stoßen immer wieder auf die eine sehr einfache Tatsache. Wir leben auf einem endlichen Planeten und auf dem ist einfach nicht genug Platz für diesen wiederbelebten Wachstumstraum. Wir leben in besonderen Zeiten. Unsere Welt wird immer komplexer. Und viele Menschen sind enttäuscht, weil es ihnen heute schlechter geht als früher. Doch statt am Wirtschaftssystem zu zweifeln, wenden sie sich denen zu, die davon am meisten profitiert haben. Denen, die ihnen immer wieder neues Wachstum verheißen. Für dieses schale Versprechen sind offenbar immer mehr Menschen bereit, Demokratie, Frieden und ihre Umwelt zu opfern. Der Kapitalismus ist in eine neue Eskalationsstufe eingetreten. Doch er passt nicht mehr in diese Welt. Sein Ende ist näher, als wir denken. Sind Sie ein Optimist oder ein Pessimist? Ich weiß nicht, ob ich da jemals drüber nachgedacht habe. Das kannst du mir doch am Ende des Interviews nicht antun. Bin ich ein Optimist? Ja. Optimismus ist ein Akt des Willens. Optimismus ist etwas, dass sich ein Fußballteam bis zur letzten Minute erhalten muss, wenn es gewinnen will. Auch wenn es ein Tor zurückliegt. Antonio Gramsci nannte es Pessimismus des Verstandes und Optimismus des Willens. Und das ist keine hohle Phrase, sondern tatsächlich sehr konstruktiv. Wir gewinnen nichts damit, pessimistisch zu sein. Aber wir gewinnen alles, wenn wir optimistisch in die Zukunft blicken.